Gather round and let us speak of Dreadwing the Pirate. This vile bird once posed as a glitch king, went toe to toe with a Floran, out wrestled an Apex, out flew an avian, outdrank a human, and out patronist a Kyotl. Also, da hat sich mit allen möglichen angelegt. C an C mit einem Florana, hat mit einem Apex Wrestling veranstaltet, outflew an Avian, über den Tisch gesoffen, was sagt. Ja, ne, überflog oder. Ne, overflew an Avian, keine Ahnung. Doch überflogen irgendwie oder aufgeflogen. Entschuldigung. Outrank a human, hat einen Human, also ein Mensch über den Tisch gesoffen. Und Outpatron ist, ja. He's the self-confessed scourge of the galaxy and cannot wait for the day when the rest of the universe notice. His latest plan is a fiendish as it is simple distress beacons. Okay, das war's schon. So, so, Iron Anvil weg. So, und wir erstellen Metalwork Station. So. Tada. So, hau ich mal rein. Die Samen hau ich rein. Ja doch, die Samen hau ich rein. Leder hau ich auch mal rein. Ja, da habe ich ja noch Sachen. So, was kann ich jetzt herstellen? Star Map Upgrade. Was brauche ich dafür? Iron Bar und Pixel. Aber unbedingt. Star Map Upgrade MK2 einmal. Star Map updated. New data has been uploaded to your ship navigation systems. Select the beta sector from the top of the navigator when in galaxy view to advance. Okay. So, und jetzt können wir auch neue Sachen herstellen. Da brauchen wir jetzt Dealbaren allerdings. Ja, die machen schon mehr Schaden. Upgrade 1.0, One-Handed. Speer, Steelfunk. Oh, Alter, aber langsam wie die Sau. Decker Pro, Upgrade 2.0. Steel Splitter. Aber da brauchen wir Steelbaren. Roboting Crafting Table, Steelbar, einen Prozessor brauchen wir und Wooden Crafting Table. Steelbar kann ich mir jetzt herstellen für Kohle und Iron Bar. Ah, stimmt. Gurtspawner, okay. Gurtspawner, Alter, wie teuer. Robot Legs, Artificial Brain, Steelbar, Robot Chests, Robot Arms, Interactive Robot, da brauchen wir alle Roboterteile. Brain Extractor, da brauchen wir Steel Barn dazu, Artificial Brain, da brauchen wir Superior Brain. Oh, da kommt ein. Oh, aber wir können eine neue Rüstung mit Silber. Ah, ja, sehr schön. So, dann wollen wir mal. So viel Silberbahn habe ich gar nicht in der Tasche gerade. So, jetzt aber. Ich hoffe, das reicht aus. Reeves, Silver Helm, Silver Chess Piece. Flop. So. Alter. Ach du Scheiße. Sieht aus wie Jason, hey. Bockmist, hey. Gut. Ich denke mal, die Rüstung kann ich dann wegdonnern. Speise ich mal weg. So, wie viel? 38, nicht gerade viel. So, und dann kann ich mir Soldiers 35. 55, 67, 1400 könnte ich mir locker herstellen.
Aber ich brauche da, wie gesagt, 67 Silberbahn und ich habe noch 38. Heißt, ich werde auf Suche gehen müssen. Was haben wir hier? Forest, Snow, Snow, Arid. Komm, jetzt nehmen wir mal den Arid-Planeten. Kostet ja jetzt nur ein Fuel. Ist ja noch im selben Sonnensystem. Geschwindigkeit. Ah, herrlich. Alter, ich sehe aber trotzdem aus wie Jason. Haben wir eigentlich heute Freitag, der 13.? Wenn ja, dann würde mir das ein bisschen zu bedecken geben. Kohle hebe ich aber auch diesmal auf. Nicht für ein Fuel, sondern gerade für die Steelbahn dann, die wir auch brauchen. So, der Sprung war komplett. War erfolgreich. So, Navigationssysteme werden jetzt initialisiert oder wie auch immer das genannt wird. Und wir sind da. Sehr schön. So, dann schauen wir mal hier auf diesen Arid-Planeten. Geht ja schon mal großartig los hier, dass hier gleich schon Kohle. Oh, das geht ja so flockig schnell. Was ist denn das? Dry Sand. Na, wie praktisch. Was haben wir hier? Silbererz. Ah, sehr schön, Silber. Brauche ich jetzt dringend. Und ich wollte doch, ich wollte doch. Oh, ich wollte doch auch noch für Steve noch Rohstoffen suchen. Erstmal den Planeten umrunden, würde ich sagen. Und da werde ich mir die Rüstung noch upgraden. Oder werde ich, denke ich mal, aber. Ja, doch, das werde ich dann aber offscreen machen, so ein bisschen Rohstoffe sammeln. Für Steve. Fürs Team. Das nehme ich aber auch mal mit. Lieb. Das ist auch noch Eisen. Jetzt kommt da die Vögel angeschissen. Hey. Ja, natürlich. Ich hab's geahnt. So. Ich geh mal weg. Wow. Das denn? Und tschüss. So. Oh, geil. Ich weiß zwar nicht, wie viel Uhr wir haben, aber Mittagessen ist fertig. So. Perfekt, ein paar Pixel. Ist das Gold? Wie lausig, ey. Wie lausig. Nein! Alter. Kohle nehme ich auf alle Fälle mit. Brauchen wir auch reichlich. Einmal zum A Fackeln, B für Fuel, C für Steelbar. Medical Kit. Interessant. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der Planet hier könnte noch interessant werden. Und vor allem ist es, glaube ich, jetzt ein mittelgroßer. So. Bist du lieb, Vogel? Boah, warum frage ich auch noch bei diesem Feuerspeier hier? Da ist wieder Miss Piggy. Ja. Das war Glück, hey. So, geht drauf. Geht drauf. So, sammle ich wieder reichlich Pixel. Ich bin ja jetzt ein bisschen besser geschützt. Hab ein paar Lebenspunkte mehr und ein paar Energiepunkte. So.
Hölle? Wieder ein paar Schweinchen. Also für mich sehen die aus wie Schweinchen. Oder wie Viecher, die eine Schweinemaske aufhaben. Aber wie... Alter, wie viele Viecher es hier gibt, ey. Die mir gleich an die Gurgel wollen. Ist das hier ein... Ja, zwar nicht ganz so groß, aber immerhin ein kleiner ein kleines Vorkommen. Essen und Kohle, immerhin. Da oben hat es noch Kohle. Sehr schön. Nehme ich auch gleich mal mit. Ich würde am besten vorschlagen, wir umrunden einmal zusammen den Planeten. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Ich denke, ich habe so weit Folgen zusammen, dass es wieder reicht. Au. Okay, damit war es das mit dem Umrunden. Alter. Mann. So. Wo hab ich denn? So ein Bockmist. Ja, ja, habe ich die. So. Tue ich mal die Taschenlampe rein. Von der ich übrigens auch schon zwei Stück habe. Komm, eine wandert auf den Müll. Dann kann die grüne Taschenlampe rein. So. Tja, dann würde ich sagen, doch, Aufnahmepause. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Starbound. Und ich hoffe, dass Steve auch wieder soweit gesund ist von seiner Vogelgrippe und von seinen Schnabelschmerzen. Und ich hoffe, euch hat soweit die Aufnahmesession gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Würde uns freuen. Und wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Aufnahmesession von Starbound. Vielleicht mit Steve, ansonsten wieder alleine. Bis dahin wünschen wir aber vom OGM-Team euch alles Gute. Bis dann.